Ich will mich kurz vorstellen am Anfang. Mein Name ist André Hunko. Ich bin Mitglied des Bundestages im EU-Ausschuss, verantwortlich für die Linksfraktion für den Bereich Innen- und Justizpolitik der EU. Das ist sozusagen auch mein Bezug zum Thema, deswegen auch zum Beispiel Thema INDECT. Und ich bin gleichzeitig Mitglied in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, wo teilweise auch manchmal solche Diskussionen geführt werden, wie wir sie heute führen. Ich will ganz am Anfang das Podium vorstellen. Wir haben zu meiner Linken Professor Tom Sorrell. I will introduce you in English. Mr. Sorrell is a member of the ethical board of INDECT, and it is, I think, the first time that a representative of the ethical board of INDECT is coming to Germany and speaking in the public debate. So thank you very much, Mr. Tom Sorrell, that you are prepared to come here to debate with us in this, I think, very critical debate. You are coming from, you are a director of the Center of the, for Study of Global Ethics of the University of Birmingham, and you published a lot with moral philosophy, and so thank you very much that you are here. Ich möchte dann vorstellen Erik Töpfer, zu meiner Rechten, zweiter von rechts. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für Menschenrechte und dort für das Themenfeld innere Sicherheit zuständig und auch für die Berichterstattung an die EU-Grundrechteagentur, wofür er arbeitet. Erik schreibt aus bürgerrechtlicher Perspektive seit vielen Jahren zu den Themen Sicherheitspolitik, Polizei und Überwachung. Zuletzt veröffentlichte er den Beitrag Die großen Brüder von INDECT. Vielen Dank, Erik, dass du da bist. Ganz rechts ist Hauke Gierow da. Er ist Mitglied von Reporter ohne Grenzen, angehender Politikwissenschaftler und Sinologe und bezeichnet sich als Digital Native, also als jemand, der sozusagen mit dem Internet aufgewachsen ist und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den gesellschaftlichen und politischen Wirkungen des Internets. Und hier zu meiner Rechten, Matthias Monroy, bezeichnet sich als Journalist und Aktivist. Und viele von euch kennen sicher auch Matthias Monroy durch die zahlreichen Veröffentlichungen in verschiedenen Medien. Sein Schwerpunkt sind Entwicklungen europäischer Polizeizusammenarbeit sowie die Nutzung neuer digitaler Überwachungstechnologie durch Behörden. Kurz, worum geht es? Es werden seit vielen Jahren, vor allen Dingen auf europäischer Ebene, aber nicht nur auf europäischer Ebene, auch auf nationaler Ebene, Technologien entwickelt, die ein Zusammenführen verschiedener Überwachungsmittel ermöglichen. INDECT zum Beispiel ist ein Projekt, das Audioüberwachung, visuelle Überwachung, RFID theoretisch zusammenführen kann und ist eines von vielen Projekten, muss man sagen, das Techniken entwickelt, die sozusagen Daten so zusammenfassen können. Es wird mit 10 Millionen Euro von der Europäischen Union gefördert, aber es gibt, wie gesagt, auch eine Reihe von anderen Technologien, die dazu in der Lage sind. Und diese Fähigkeiten haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass auch Ängste natürlich entstanden sind, eines Überwachungsstaates, und darüber wollen wir heute diskutieren, wie berechtigt diese Ängste sind, was mit den Bürgerrechten dabei passiert. Und gerade, das will ich mal als Europapolitiker betonen, ist die europäische Ebene relativ geeignet, eine solche Entwicklung voranzutreiben, weil die öffentliche Wahrnehmung dessen,
was sozusagen in Forschungsprogrammen der EU-Kommission alles passiert, relativ gering ist. INDEC zum Beispiel, aber es soll nicht nur um INDEC gehen, aber schon schwerpunktmäßig, ist eines der Projekte, die gerade in Deutschland sehr, sehr heftig kritisiert wurden und zum Beispiel jetzt am 20. Oktober soll wieder eine Demonstration stattfinden in Deutschland gegen INDEC, aber es ist wie gesagt nur ein Programm. Es geht letztlich auch darum, welche technischen Möglichkeiten von Überwachungstechnologien entwickelt werden und wie wir damit umgehen. Wie aktuell das ist, zeigt die Ankündigung von unserem Außenminister Westerwelle gestern, der gefordert hat, generell ein Exportverbot für Überwachungstechnologien auszusprechen. Also der Hintergrund dessen ist, dass auch Diktaturen in den letzten Jahren mit technischen Überwachungsmöglichkeiten beliefert wurden und zum Beispiel in Syrien oder auch in Belarus und dass sozusagen bislang keinerlei Kontrolle unterliegt. Ich will zum Beginn Professor Sorrell fragen. Mr. Sorrell, you are part of the ethic boards of INDEC. And as you know, INDEC is heavily criticized as a population scanner that harms the private sphere of many. Also rumors spread about INDEC. It would access police databases like Schengen or Europol and would have been tested at the Euro 2012. This was a misunderstanding. Deployment of the surveillance technology at the soccer championship was carried out for a similar but just Polish national research project coordinated by the Polish platform of Homeland Security. Main responsible for this is Mr. Andrzej Czyczewski from the Gdansk University of Technology, who is also leading the EU project INDEC. This double responsibility might make understandable that a similar propaganda video has published at the starting of INDEC. Mr. Sorrell, INDEC is detecting and processing data from various sensors, video, audio, RFID, internet. Does this make INDEC a platform for drug netting? Also die Frage ist sozusagen an ihn, ob mit INDEC so etwas wie eine Rasterfahndung möglich ist. Thank you. I'm sorry that I'm not able to speak in German. I hope you'll forgive me for that. So I've been asked whether INDEC is a platform for Rasterfahndung, and in the sense in which the Rasterfahndung was criticized and prohibited by the Constitutional Court here in Germany, the answer is no. First of all, the project is, I think it's misleading to say it's a platform, as if it were some coordinated piece of apparatus that was at the disposal of European police forces. It is not a platform, it is a research project. It is a European research project and it has the characteristics of a European research project, which means that the people who are involved in it are a combination of commercial companies, many universities, and other kinds of institutes from across Europe. It happens that INDEC has a very heavy Polish representation, but it also has a representation from other countries in Western Europe and the UK. So first of all, it is a collection of researchers. It is not a platform. It is a collection of researchers with certain results that are promised in public documents, certain kinds of research that were asked for by the European Commission. They were asked for by the European Commission after a process in which topics for the security call were decided by people in the industry and some stakeholders in Europe, primarily commercial companies, security companies. So let's be clear that the task that has been assigned is a task that was arrived at by the European Commission, but it is a research task. It is not a unique research task because there are lots of projects in Europe at the moment
Adapts is one, Samurai is another. These are all European projects working on very similar things. What INDECT works on is the algorithmic fusion of different kinds of data and the algorithmic sort of detection of different kinds of events. And what's meant here by the use of algorithms is that it's a method of trying to counter the overload of ordinary police in their scanning of ordinary data sources like CCTV arrays. Police who look at CCTV arrays lose their concentration after about an hour. And the point of having machines to do this is to enable the attention span of the authorities, which is already authorized, the attention span of the authorities to be expanded. All that happens in the equipment that is designed for surveillance purposes in INDECT is that the machines, using algorithms, identify certain observations as worth investigating by a policeman, like a policeman who has a CCTV array in front of him. And then the CCTV person looks at it, he's alerted to it, he doesn't have to be paying attention all the time, he's alerted to it, and then he can respond to it in the way that he ordinarily would as a policeman. Most of the data that are being collected are data on absolutely pedestrian crimes. That's to say, the most routine kinds of crimes that are illegal in every jurisdiction. There is an interest in pedophilia in INDECT. There is possible applications to terrorism in INDECT. But lots and lots of the applications are to very ordinary kinds of crime. So I think that's the first thing that I want to say. Another thing that I want to say is that is what the Ethics Board does. Okay? The Ethics Board does two things. And it does these things because the Commission has required INDECT to have an ethics board. First of all, it conducts research ethics for INDECT. That means that when INDECT does empirical work, when it collects observations, when it interviews people, when it does any of those things, the ethics board makes sure that the normal research ethics standard of informed consent and the related research ethics standards that are observed in Europe, it makes sure that those standards are enforced in the empirical work of the project. That's one thing it does. The second thing it does is that it looks at every single deliverable, every single piece of written report that's produced by every single member of the INDECT consortium. It looks at those things and it identifies ethical issues in those reports. And when these ethical issues are serious, as they sometimes are, it requires the researchers to address those issues and to concede if there is a danger of this of these issues not being able to be addressed when the technology is used in real life. That's what our function is. Our function is to call attention to the dangers of some of the technology that we're talking about. But let's be clear on what the dangers are. Many people think that a project like INDECT primarily is a threat to privacy. I disagree. I think it's a different kind of problem that INDECT has. INDECT is a research project that supplies police forces with equipment that is useful to police forces. And we mean police forces not in Syria, but we mean police forces in Europe. I absolutely agree that we have to control the export of this technology. But what we're assuming is that these technologies will be used by police forces in jurisdictions that observe Western European standards. And we have two police forces that are principally involved in INDECT. One is the Police Service of Northern Ireland, which is probably the most advanced police force in human rights issues.
and they police an extremely difficult area. They are more sensitive to human rights issues than many human rights institutes are, let me tell you. The other police force, however, that we are using, this is the Polish police force. Clearly, you know, that's from a different historical tradition to Northern Ireland. It brings its own background, and it's typical of the kinds of collaborations between police forces that we have in the enlarged Europe. So one question, a crucial question that it seems to me we all have to ask is, what happens when a technology that's used by a very sophisticated police force in human rights terms, like the Police Service of Northern Ireland, shares it with the police force of a jurisdiction that has no human rights tradition and that has cut and pasted its constitution from somewhere of a rights-respecting jurisdiction? What do we do when we share information with them? That's a very difficult question. Okay. Vielen Dank, Tom Sorrell. Ich würde gern Erik Töpfer vom Deutschen Institut für Menschenrechte fragen, wie er das sieht, welche Gefahren für die Grund- und Menschenrechte er durch den Einsatz von Technologien wie INDECT sieht. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also zuerst einmal, denke ich, muss man Tom Sorrell recht geben. Natürlich ist, sage ich mal, das erstmal ein Projekt, wo es darum geht, bestimmte Techniken zu demonstrieren und nicht sofort einzusetzen. Also insofern kann man direkt erstmal nicht sagen, dass von dem Projekt eine direkte Gefahr für Menschenrechte oder Grundrechte ausgeht. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass es natürlich ein Bestreben ist, dieser ganzen Sicherheitsforschung. Es geht ja immer um eine sehr ziel- und anwendungsorientierte Forschung unter Einbindung von sogenannten Endnutzern, Polizei, Sicherheitsdienste, Katastrophenschutz teilweise. Und insofern ist schon absehbar, dass Teile der Technologien, bestimmte Module von INDECT oder eben auch Gesamtlösungen, Gesamtsystemlösungen aus anderen Projekten früher oder später in die Praxis überführt werden, wenn sie denn erfolgreich demonstriert werden. Also insofern denke ich, ist dieser Rückzug darauf zu sagen, das ist jetzt hier nur reine Forschung, gerade in dem Fall Sicherheitsforschung ein bisschen problematisch, weil es eben nicht Grundlagenforschung ist, sondern eben eine sehr ziel- und anwendungsorientierte Forschung. Und es laufen derzeit Verhandlungen auf europäischer Ebene über die praktisch den sogenannten Fonds für die innere Sicherheit. Da geht es um eine Finanzierung praktisch für den gesamten Bereich innere Sicherheit von bestimmten Projekten und Aktivitäten von 2014 bis 2020. Und ein Thema dabei ist, dass man eben sieht, also man sieht durchaus, dass es eine Lücke gibt zwischen eben diesen anwendungsorientierten Forschung in der Sicherheitsforschung und praktisch der Überführung in die Praxis. Und da gibt es direkt eine Programmlinie, die geplant ist, um eben praktisch diesen Schritt zu vermitteln und diese Überführung in die Praxis noch zu erleichtern mit entsprechenden Mitteln, die da zur Verfügung gestellt werden. Also insofern muss man, auch wenn man sagt, es ist erstmal reine Forschung, glaube ich, durchaus sehen, dass praktisch der Schritt in die Anwendung nicht so weit sein muss. Ich würde schon sagen, ganz deutlich, dass es das Datenschutz, also das Recht auf Datenschutz, wie es in der EU-Grundrechtecharta heißt, oder eben das Recht auf informationelle Selbstbestimmung in Deutschland von solchen Projekten bedroht sind. Nur weil diese Projekte von der diese Technologien eventuell mal von der Polizei eingesetzt werden, heißt es ja nicht, dass kein Grundrechtseingriff stattfindet. Die Frage ist, ist er verhältnismäßig? Und alles, was mit dranhängt. Aber also natürlich, denke ich, ist praktisch eine raumgreifende Videoüberwachung, wo Personen zu identifizieren sind, erstmal per se ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Darüber hinaus, angelehnt an die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes, kann man natürlich sagen, damit ergeben sich Gefahren für das Recht auf freie Meinungsäußerung, Recht auf Versammlungsfreiheit. Wir haben es in Dresden erlebt, was mit dem Einsatz von Technologien eben auch hinsichtlich großen Demonstrationen oder Versammlungen passieren können mit der funktionellen Abfrage. Und ich denke, nicht zuletzt kann man sich auch überlegen, bei dieser ganzen Form von algorithmischer Überwachung, wo es ja häufig um eine Unterscheidung von sogenannten abnormalen, von normalem Verhalten geht oder vielleicht auch in anderen Projekten um die Identifizierung von geografischen Schwerpunkten, also Hotspot-Analysen oder so, ob man sich praktisch nicht auch die Frage stellen muss, dass da Diskriminierungsverbote durchbrochen werden. Ja, vielen Dank. Tom Sorrell hat das ja eben angesprochen, dass es schwerpunktmäßig um die Zurverfügungstellung von technischen Möglichkeiten auch für Behörden und Polizeien geht. Das ist ja ein Arbeitsschwerpunkt von dir, Matthias. Ich will vielleicht auch sagen,
Erik Töpfer hat eben auch Dresden erwähnt. Man könnte auch sicher andere Beispiele nehmen in Deutschland, wo man den Einsatz von Polizei nicht immer als Menschen- und Grundrechtekonform ansieht. Man kann auch darauf hinweisen, dass natürlich auch europäische Staaten sich verändern können. Wir sehen die Entwicklung in Ungarn, wir sehen auch manche besorgniserregenden Entwicklungen auch in Griechenland. Matthias, kannst du vielleicht noch etwas genauer sagen, wo der Einsatz solcher Technologien vielleicht schon Alltag ist bei Polizeien? Das ist ja einer deiner Schwerpunkte. Ja, also ich bin gebeten worden, nicht nur zu diesen Technologien wie Indect was zu sagen, sondern auch zu Data Mining. Data Mining, was im Prinzip sowas Ähnliches ist wie eine Mustererkennung, wie es Indect macht. Also Mustererkennung heißt, dass ich eben Bilder vergleiche oder auch Audiodaten vergleiche. Das ist ja bei Indect sozusagen das Extra, was andere Projekte nicht beforschen. Und dieses Data Mining ist im Prinzip der Versuch, aus zunächst unstrukturierten Daten noch mehr sinnvolle Informationen zu generieren. Das kann man sich ganz einfach so vorstellen. Das BKA beklagt, dass in den letzten Jahren die Datenmenge im Amt jährlich sich verdoppelt. Also das war für 2010 und für 2011. Und allein jetzt hätte man schon sozusagen das Doppelte erreicht. Also der Faktor steigt immer mehr. Und natürlich hat das Amt ein Interesse daran, diese Daten auch automatisiert auszuwerten. Also André fragt da ja öfters nach. Die Antworten, die man da kriegt, ist, ja, wir benutzen zum Beispiel Excel. Wenn man so will, ist Excel auch ein Data-Mining-Programm. Das finden wir jetzt aber nicht. Wir wissen aber auch, dass das BKA zum Beispiel Analyst Notebook nutzt. Und diese Software ist im Prinzip auch geeignet, Beziehungen unter Objekten herzustellen, also unter Personen, unter Tatabläufen, unter Orten und quasi eben so eine Beziehungsanalyse macht. Und das braucht man natürlich. Das braucht man natürlich auch, wenn man Daten wie Swift oder PNR verarbeiten will. Also das habt ihr vielleicht ein bisschen mitbekommen, der Streit darum, die Weitergabe von Bankdaten und von Fluggastdaten an die USA vor jedem Flug. Die werden natürlich abgeglichen und dieses Verfahren ist im Prinzip ein Data-Mining-Verfahren. Problematisch wird es dann, wenn man gar nicht weiß, welche Datenbanken werden da miteinander abgeglichen, um sogenannte Kreuztreffer zu finden. So wie es zum Beispiel bei der Funkzellenabfrage passiert ist. Also da wird eben quasi nach Risiken gesucht, nach Auffälligkeiten. Diese sogenannte Social Network Analysis, also Analyse sozialer Netzwerke, wird nicht nur vom BKA betrieben. Das BKA hat dafür übrigens auch eine eigene Anwendung programmiert, die heißt Inhaltliche Datenträgeranalyse, IDA. Und auch Europol hat sowas programmiert. Also Europol und das BKA freuen sich, dass sie das eben quasi selber gemacht haben, eine Social Network Analysis. Und um mal vielleicht ein bisschen zu illustrieren, was das dann im Alltag bedeutet. Europol hat 2010 eine große Operation koordiniert, das machen die übrigens dauernd, aus Polizeien verschiedener Mitgliedstaaten, die dann zu einer Razzia geführt hat, auch in verschiedenen Mitgliedstaaten. Und sie haben dann im Vorfeld von der polnischen Polizei die Daten, also Europol sagt 1 Million abgehörte Telefongespräche, ich glaube, das ist nicht so gemeint, ich glaube, sie meinen die Telefonverbindungen, also die Verbindungsdaten, haben sie bekommen und haben daraus quasi Verdächtige generiert und sind dann durch diese Social Network Analysis dazu gekommen, dass es eben 25 Hauptverdächtige gibt und gegen diese 25 Verdächtigen richtete sich dann die Durchsuchung. Also das ist so ungefähr, wie diese Software funktioniert. Und wir wissen zum Beispiel auch, wenn man sich so ein bisschen diese ganzen Verkaufsmessen anguckt, die so als Konferenzen getarnt sind, der Europäische Polizeikongress zum Beispiel, der jährlich in dem gleichen Gebäude kurz nach dem Kongress von Chaos Computer Club stattfindet, da sind die ganzen Firmen präsent. SPSS zum Beispiel, die sich damit rühmen, eine Software für Polizeien und Geheimdienste zu entwickeln, die eben sogar vorhersagen kann, also die nicht nur vergangene Ereignisse rekonstruieren kann, sondern eben auch quasi Vorhersagen, Prognosen für die Zukunft zu treffen und bezeichnet das als die Evolution in der Verbrechensbekämpfung. Und SPSS ist wie viele andere vorhersagende, also prädiktive Softwarefirmen von IBM aufgekauft worden. Und IBM rüstet schon lange Polizeien in den USA aus. Also Memphis ist zum Beispiel so ein Vorreiter, die eben versuchen durch die Einbindung auch von Daten, beispielsweise Wetterbericht
oder auch Zahltage, also nach dem Motto, der Monat geht zu Ende, die Stütze wird knapp, Ladendiebstähle werden steigen. Das sind sozusagen die Art von Prognosen, die da versucht werden, eben mit dem Zugriff auf verschiedenste Datensätze zu erstellen. Und wie weit das ein Profiling oder eine Rasterfahndung ist, darüber können wir uns wahrscheinlich nachher trefflich streiten. Ja, vielen Dank. Dann würde ich gerne Hauke Giroff fragen. Du beschäftigst dich ja viel mit Informationsfreiheit. Was bedeutet der Einsatz digitaler Überwachungstechnologie für das klassische Nachrichtenmodell von Sender und Empfängern? Und weil es auch gerade so ein bisschen angesprochen ist, vielleicht kannst du auch sagen, was ist der Unterschied zum Beispiel zwischen dem Aufspüren von Demonstranten in Teheran, wie 2009 geschehen, zu der funktionellen Abfrage, die in Dresden stattgefunden hat. Ja, gerne. Du sagtest eben Informationsfreiheit, das muss man in Deutschland manchmal noch ein bisschen erklären, weil Reporter ohne Grenzen sich eben einsetzt für Informationsfreiheit weltweit. Und das ist eben abgeleitet aus Artikel 19 der Erklärung der Menschenrechte. Das heißt, eben nicht bezogen auf Informationsfreiheitsgesetz, sondern eben die Freiheit, Informationen zu verbreiten und zu empfangen auf jedem Weg, den man selber für richtig hält. Genau, vielleicht zunächst mal zu der zweiten Frage, was denn vielleicht ein Unterschied wäre, jetzt zwischen der Überwachung, die in Teheran stattgefunden hat und der, die jetzt in Dresden stattgefunden hat. Technisch gesehen ist es ja zuerst mal nur ein sehr geringer Unterschied. Und es wurden auch zum Beispiel in Ägypten die Demonstrationen da auf dem Tahrirplatz oder so, die wurden dann auch dadurch überwacht, dass man einfach geguckt hat, wie viel Handys sind eigentlich wo eingeloggt. Ja, das war in dem Fall auch gar nicht mehr wirklich komplizierte Technik, sondern einfach geguckt, ja, wo sammeln sich irgendwie Menschen an, Menschenmassen an. Aber was man eben sicherlich sagen kann, die Überwachung in Dresden, da gab es ja dann juristisches Nachspiel, das wurde aber dann für rechtens erklärt, was ich mir persönlich nicht erklären kann. Aber es findet halt immerhin trotzdem noch eine Überprüfung statt. Und die Folgen, mit denen die Menschen rechnen mussten, waren sicherlich im Iran andere als hier in Deutschland. So, genau. Und was ich eben immer wieder als problematisch sehe, ist, dass wir halt immer mehr Techniken haben, wo gesagt wird, okay, das ist jetzt vielleicht für einen bestimmten Zweck, den wir erreichen wollen, geeignet. Aber dann wird häufig nicht darüber nachgedacht, was eben gesellschaftliche Folgen von solcher Technik ist, beziehungsweise wenn bestimmte Technik einmal installiert ist, wie vielleicht die Packet Inspection, wie Systeme von Überwachung, dann wird ja der Anwendungsbereich sehr oft eben schnell ausgedehnt. Heutzutage muss man sich ja fragen, also wenn man sich früher eine Tageszeitung durchgelesen hat, da konnte vielleicht der Briefträger, der die Tageszeitung reingelegt hat, ungefähr ahnen, welche politische Meinung man vielleicht hat. Aber auch das war natürlich nicht sonderlich treffsicher, je nachdem, ob man die Taz oder die FAZ oder die Süddeutsche liest. Wenn man heute dann einer Überwachung im Internet unterliegt, dann kann eben schon sehr genau geguckt werden, was für Informationen konsumiert eigentlich ein Mensch und was können wir vielleicht daraus schließen. Oder die Frage, wie gehen Behörden mit ihren eigenen Netzen eigentlich um? Wird das überwacht? Wird die Kommunikation, die eingeht und ausgeht, überwacht? Was bedeutet das für Whistleblower, die vielleicht Journalisten Informationen zukommen lassen wollen? Oder was bedeutet das auch für Bürger, die sich auf einer Seite einfach informieren und dadurch unfreiwillig auch in ein Raster geraten? Ja, vielen Dank, Hauke Giroff. I just would like to ask you, Mr. Sorrell, you mentioned the use for policies. There are several policies interested in the results of INDECT. For example, Europol, of course, is interested, but as well police forces in Malta, Spain, Latvia or Romania. Seen by the ethics boards, how should a system for technically to control unwanted behavior must be designed
so that it fulfills ethical principles? And maybe another question, how far can police go by using technology for crime fighting? Thanks. Well, I'll just try to answer these questions very directly. I don't think that using equipment to capture people urinating is justifiable. Of course not. I don't think that routine use of this equipment for purposes that are designed, that are decided upon ad hoc by local police forces is a good idea. But in the case of the INDEC project, I have to say that almost everything that is being talked about is either uncontroversial routine crime, like burglary, or very serious crime, like pedophilia and terrorism. So I don't think that the issue that many people are talking about here, which is the creep of the use of this technology from things that are serious to things that are not serious, I don't think that's a problem with INDECT particularly. I think it's a problem, as people have been pointing out, with the actual practice of police forces. And my point is, that's where the issues are. The issues are, the most important issue in my view is, how are police forces controlled, and especially how are they controlled in countries that have a very short tradition of human rights observance? That's the question. And other questions, it seems to me, are less important. The question of having the abnormal versus normal, for example, seems to me less important, because all that's meant by normal and abnormal for most of the purposes that we're talking about is classifying an image that would be of interest often to an ordinary security guard when they're not paying attention. That's what is meant by normal and abnormal. What kinds of things that occur on a television screen ought to be seen by a security guard? And the machine, the algorithms, will bring it about that quite a few of these things are brought to the attention of a human being. That's what normal and abnormal means. It doesn't have a very sinister meaning, at least in INDECT. But I agree, it could have a sinister meaning, because catching people urinating is illegitimate. I completely agree with that. Can I just say one thing about Tehran and Dresden? I do find that offensive. Do you believe that the regime in Germany can be compared to the regime in Tehran? I don't. And I think that that's where we ought to be debating. I agree that in the hands of a regime like the Iranian one, we do not want to have any of this technology. But if you think that there are any legitimate governments in Western Europe, then I hope you think they're different from the regime in Tehran. I'm amazed if people think there's no difference. Okay, ich glaube, niemand hat gesagt, dass es keinen politischen Unterschied gibt zwischen den Regimen in Teheran und in Deutschland. Es ging um die Überwachungsmethoden, die angewendet werden. Ich würde gerne aber nochmal Erik Töpfer ansprechen. Es war ja gerade auch das Thema der Rasterfahndung, das Dragnetting. Ab wann kann so ein Sensorverbund sozusagen, ab wann kann man da von einem Modell sprechen, wie es bei Rasterfahndung der Fall ist? Wenn Projekte wie INDECT oder ADAPS damit werben, Straftaten im Vorfeld zu erkennen, kann das nicht dazu führen, dass Menschen, die sich im öffentlichen Raum bewegen, dadurch im Vorfeld auch schon eingeschüchtert werden? Okay, also zwei Fragen. Also die Frage mit der Rasterfahndung, ich weiß nicht, ob man es anhand der Technologie oder der Zusammenschaltung von Sensoren verschiedener, sag ich mal, Kapazitäten oder Fähigkeiten irgendwie festmachen kann. Letztlich geht es ja darum, ob die verfügbaren Daten dann nach einem bestimmten Profil durchsucht und gerastert werden. Also insofern würde ich das jetzt nicht unbedingt von der Größe oder den Kapazitäten so eines Sensornetzwerks abhängig machen. Zur zweiten Frage. Ich denke, wenn, und das würde ich mal im Großteil
oder für den Großteil der Technik unterstellen, wenn eben nicht transparent ist, worum es da geht, also was da genau letztlich für abnormales Verhalten untersucht werden oder sozusagen identifiziert werden soll und zum anderen sich ja auch nicht absehen lässt, ob die Algorithmen, die beispielsweise darauf abzielen, jetzt eine hohe Konzentration von Personen auf Bahnsteigen oder langsam oder schnell laufende Objekte oder sich langsam oder schnell bewegende Objekte zu identifizieren, dass das nicht immer transparent ist für die Leute, wann trifft das auf sie zu, also weil diese Algorithmen sich ja mehr oder weniger wirklich der Kenntnis entziehen, auch in dem, was dann da letztlich auf Bildschirmen aufpoppen könnte. Insofern denke ich schon, dass es eine hohe Verunsicherung auf jeden Fall in sich trägt, dass es eben nicht mehr durchschaubar ist, was für Verhalten wird da von diesen Algorithmen identifiziert und insofern schon zumindest eine abschreckende Wirkung entfalten kann. Auch für Leute, die vielleicht gar nicht ins Raster fallen sollen, dessen, was da irgendwie identifiziert wird als abnormales Verhalten. Ja. Vielleicht nochmal kurz zu dem, was ich glaube auch denke, beim Überwachungstechnologie in Deutschland und eben in Ländern, die ganz klar menschenrechtsverletzende Länder sind. Wir hatten hier ein Urteil zu Staatstrojanern und zu Online-Überwachung, was da, glaube ich, sehr, sehr interessant ist, weil wir eben dort sehr enge Vorgaben haben, was eine Überwachung von Computersystemen aussehen darf und wie eben sie auch nicht aussehen darf. Und weil wir bis heute keine verfassungskonforme Lösung haben, das einzusetzen. Das heißt, das BKA versucht, glaube ich, mit 30 Entwicklerstellen seit einem Jahr dort einen verfassungsgemäßen Bundestrojaner zu entwickeln. Gleichzeitig aber exportieren wir eben solche Technologie in Länder wie Iran, in andere Länder, nach Syrien. Deutsche Firmen teilweise auch unterstützt mit Hermes-Exportbürgschaften. Und da ist sicherlich ganz klar die Grenze, dass sozusagen der legitime Einsatz im Inland schon sehr umstritten ist. Und dann müssen wir natürlich da drastische Ausfuhrkontrollen etablieren. Ja, Matthias, du sagst ja in deinen Artikeln, Data Mining ist eine Art tägliche Rasterfahndung. Kannst du das vielleicht noch etwas näher erläutern? Ja, ich würde vielleicht ganz kurz noch was sagen wollen zu der Frage Dresden und Teheran. Also natürlich würde ich das auch nicht so plump gleichsetzen. Ich möchte aber daran erinnern, dass wir hier gerade Zeuge werden einer Enthüllung über den deutschen Geheimdienst, der über Jahre eine also eine unglaubliche Art und Weise eine Terrorgruppe aufgebaut hat, also zumindest finanziert hat. Ich bin linker Aktivist im Bereich Antirepression. Ich mache sowas seit Jahren und ich kann sagen, dass ich das gleiche Misstrauen gegenüber dem Polizeiapparat habe. Also da hat sich auch quasi was verselbstständigt, was meiner Meinung nach nicht mehr kontrollierbar ist, zumindest gegenüber linken Protest. Und so sehr wie der Verfassungsschutz die rechte Truppe gefördert hat, hat er eben auch versucht, linken Aktivismus und Antifaschismus zu kriminalisieren. Und diesem Apparat möchte ich diese Technologie nicht in die Hand geben, ob kontrolliert oder nicht. Und ich glaube, es ist nicht kontrollierbar. Und also diese Sachen sind ja auch, also wir wissen zum Beispiel, es gibt ein linkes Serverkollektiv in Spanien, die sind 2001 vor einem großen Gipfelprotest, sind die schon per automatisierter Abfrage damals noch von Newsgroups ausgeforscht worden. Das ist dann irgendwann rausgekommen, dass die ganzen Abfragen eben aus dem Innenministerium kamen. Wer dann dahinter steckte, genau ließ sich nicht rekonstruieren, soweit ich weiß zumindest. Also sprich, diese ganzen Anwendungen werden ja längst genutzt. Wir kriegen es nur immer weniger mit oder vielleicht scheibchenweise. Das Gleiche ist, ein gutes Beispiel ist die Euro 2012. Also dort wurde eine Plattform eingesetzt in den Stadien, also in 4 Stadien, die Eintrittskarten einem Gesicht zugeordnet hat. Also und dieses Gesicht wurde dann, die haben damit geworben, so beschrieb es auch der Spiegel. Das Gesicht war dann aus der gesamten Menge der 58.000 Zuschauer jederzeit sozusagen auffindbar, selbst am Bürstchenstand. Ich will nur mal kurz zitieren, was der Journalist aus dem Spiegel dazu geschrieben hat, dass also die angeschlossenen Kameras, die Auflösung der Kamera war so hoch, dass sie auf 220 Meter Entfernung Nasenhaare in einem Gesicht erkennbar machen können. Also wenn so eine Art von Software quasi auf noch immer mehr Sensoren eben zugreift, dann ist das meiner Meinung nach eine permanente Rasterfahndung im Alltag, wozu Indekt einen Beitrag liefert.
Ihr hattet eben schon mal angesprochen ADAPT, also das im Prinzip gleiche Projekt wie INDECT, was also auch so eine automatisierte Mustervergleich auffälliges Verhalten findet und eben Prognosen entwickelt. INDECT ist übrigens explizit, wenn man sich die Projektbeschreibung mal durchliest, die ist lang, aber spannend, wenn man sich durchliest, explizit wird da auch das Urinieren im öffentlichen Raum als zu verfolgende, zu detektierende Straftat, oder Straftat steht da nicht, aber zumindest unerwünschtes Verhalten definiert. Wer macht denn das? Das sind die Polizeien, die in den Projekten sitzen. Die sind einmal, geben die Definition, also die sind wichtig am Anfang des Projekts, um verdächtiges Verhalten zu definieren. Was wollen wir denn überhaupt haben? Was sollen denn die Forscher überhaupt entwickeln? Und sie sind die späteren Endnutzer, also die die Technik dann einsetzen. Im Übrigen bei ADAPT ist es nicht nur die Polizei, sondern auch die Betreiber großer Einkaufszentren. Ja, vielen Dank, Matthias. Vielleicht können wir an der Stelle, wir haben jetzt kurz nach halb, die Diskussion öffnen für das Publikum. Also wir haben noch eine halbe Stunde etwa Zeit. Also wenn Fragen oder Beiträge sind, bitte meldet euch. Good afternoon, everybody. I am sorry for speaking English. I don't speak German. I understand some German, but I don't speak. Sorry. I'm from INDECT project. I would like to make some clarifications to what was said before. There was a number of issues that were not quite correct, I would say. Just a few examples. Professor Krzyzewski from Gdańsk is not leading INDECT. He is just one of the partners of the project. Project is coordinated by AGH, University of Krakow. Well, I would like to object to saying that INDECT is having access to police databases or any other databases. This is completely untrue. We don't merge different kind of data. That means the data from video monitoring and data from social networks. This is also not true, but this is repeated quite often. Just a few clarifications. If I can say a few words, what is important at what is done in the project is a large part of the project is dedicated to data and privacy protection, and this is not, it is quite often forgotten. It's a pity. For instance, we are developing software for hiding faces or car number plates from CCTV monitoring that I guess we can agree this is for privacy, not against privacy. You are masking them only, it's not hiding, it's not anonymizing. Masking, the hiding, well. But that can easily be restored, always. Not easily. we are not responsible for police procedures. I guess it was already said by Tom Sorrell. We provide tools for protecting privacy, but we cannot guarantee that it will be implemented. But so there's a lot of work done on encryption. This is also another part of the project is dedicated to data encryption and to protecting access to information. That means watermarking is used not only for protecting privacy, but also for registration of such information as who, when, from which computer retrieved information. So that means if somebody, some police officer, uses the data in wrong way, it can be more easily spotted. That means the source of the leakage or the source of the misuse can be more easily detected. Maybe that's enough. Vielen Dank für den Beitrag. Gibt es weitere Fragen oder Beiträge aus dem Publikum? Ja, bitteschön. Oder aufstehen, vielleicht geht es dann. Ach so. Nee,
Entwicklung sehr übel, aber es macht dann auch einen Unterschied aus, wenn jetzt Fußball im Stadion jeder aufgenommen wurde, nichts angestellt, geht nach Hause, was dann passiert über Nachrichten da. Also was mit solchen Daten passieren kann zumindest, das hat sehr gut gezeigt vor 2 Jahren die Polizei in Dubai. Vielleicht erinnert ihr euch, da gab es diesen Mord, wofür der israelische Geheimdienst immer noch, es ist ein bisschen unklar, aber immer noch verantwortlich gemacht wird. Es wurde ein palästinensischer militanter Hamas-Aktivist erschossen in einem Hotel in Dubai. Und die Polizei in Dubai hatte innerhalb von, ich glaube, 2 Tagen ein Dutzend Fahndungsfotos online gestellt, wo sie rekonstruiert haben, wer das gewesen ist. Damals wurden die Videodaten, das nennt sich rückwärtsgerichtete Auswertung, also es wurde rückwärtsgerichtet eben rekonstruiert, wo sind die Leute hergekommen in dieses Hotel, wo sind sie reingekommen, welchen Weg haben sie genommen, wo überall sind diese Gesichter im öffentlichen Raum aufgetaucht. Es wurde rekonstruiert, ist wirklich der Hammer. Also solltet ihr euch mal anschauen, wenn ihr euch dafür interessiert. Es gibt gute Texte dazu und auch das Material teilweise online. Wo die also da eben quasi auch festgestellt haben, in welchen anderen Hotels die vorher gewohnt haben und deren Weg zurückverfolgt wurde bis zum Flughafen. Und das muss man sich vorstellen, wie viel Material da verarbeitet wurde. Innerhalb von 2-3 Tagen guckt sich das natürlich niemand händisch an, sondern das passiert auch mit Mustererkennung. Es ist nicht unbedingt eine Antwort auf deine Frage. Das ist zumindest eine Antwort auf die Frage, was ist technisch möglich damit? Und das wird auch passieren, theoretisch im Stadion in Polen von diesen beschriebenen Anwendungen. Also man kann zurückverfolgen, welchen Eingang haben die Leute benutzt? Wen haben sie vorher getroffen? Du kannst der Software sagen, such mir ein rotes Hemd, such mir jemand mit rotem Hemd und schwarzen Schuhen, weil die Person stand da auch noch rum beispielsweise. Wie lange die Daten aufgehoben werden, das ist natürlich quasi abhängig von der, vom Status der Bürgerrechte, also von dem Land, in dem du dich gerade aufhältst. Da würde ich aber sagen, das wird sich nicht viel nehmen. Also ich denke, das wird auch in Deutschland lange aufgehoben, aber das weißt du vielleicht mit CCTV. Maybe it's as well a question for Mr. Sorrell, because it's an ethical question of, as well. So what, how long, what happens with the data? How long should they be stored? What is the discussion in the ethical board of INDECT about this? Well, I think that this isn't so much a discussion in the ethics board of INDECT, because I don't know that we've got in the project loads and loads and loads of stored data. But just to give you an answer. I was previously in charge of a project, not on the ethics board, but in charge of a project called Detector. And the whole idea of Detector was to look at the ethics and human rights aspects of surveillance in counterterrorism. That was the project I was leading. And it was through that project that I was asked by the commission to help with the ethics board in INDECT. Okay, just to give you my background. And the answer to this question is, as far as Detector is concerned, which is my speaking for myself or speaking for my colleagues on that project, we think that information that's stored should be time limited, so that the default position is that it's destroyed after a very short amount of time. But again, you know, that's something that is open to this political debate that we have in a democracy. It's not just the police making a decision on their own. This is something that has a lot of political support on both sides for retaining it and for getting rid of it. So I keep coming back to everybody and saying, there are big problems in this area, absolutely agree, but many of these problems are problems about politics and about how we control institutions. They are not primarily technology problems. That's my view. Ja, bitteschön. Maybe he asked to the INDECT
why to mask the people on and not to bring down the cameras. Okay, well, I think that's partly an ethical question. Why not bring down the cameras? Well, it depends on the jurisdiction, and it depends what the cameras are used for. Okay, if we have, let's say we have cameras that are monitoring traffic, you don't think that's objectionable, do you? That's legitimate, is it not? Well, maybe, but do you see what I'm saying? I'm saying whether cameras are legitimate depends on what they're being used for and not how many there are in every case. For example, let me take the UK. The UK has more CCTV cameras than anywhere else, people say. But does that mean that there is a surveillance state in the UK? I would say not, because the ownership of these CCTV cameras is very dispersed. So who owns these CCTV cameras in the UK? Tesco, lots and lots of BP, the petrol company owns lots of them. Ordinary individual householders own some of them. Some police forces do, but I can tell you authoritatively that they find it very difficult to share information because their equipment is not very compatible with one another. If you think that just the profusion of CCTV cameras shows that that there is one unified surveillance state, you are mistaken. That is not the case, just given that there are loads and loads of CCTV cameras. You'd have to show that all of them are connected up, that you'd have to show that this information is actually being taken in by somebody, that it's being absorbed. And that isn't true. Das ist sicher eine zutreffende Gegenwartsbeschreibung, aber die, sag ich mal, das Bedürfnis oder die Sehnsucht von Sicherheitsbehörden eben einer zunehmenden Integration solcher Systeme ist ja offensichtlich da. Also und das ist, also die London Metropolitan Police sagt selber, sie hat Zugriff auf 60.000 Kameras. Also auch wenn die vielleicht als eigene Systeme irgendwas im Hunderterbereich betreiben, aber dann haben sie Zugriff auf den Nahverkehr, dann haben sie Zugriff auf die Systeme praktisch der einzelnen Boroughs etc. etc. Natürlich sitzt da niemand irgendwie in Kontrollräumen und guckt sich in Echtzeit die Bilder dieser 60.000 Kameras an, das ist klar. Sondern es ist anlassbezogen, sagt man dann, wir können da jetzt reinschalten, weil da was passiert, weil es eine Rückmeldung von irgendeinem Streifenwagen gibt, guckt euch mal da was an. Also insofern, und es gibt auf EU-Ebene große Diskussionen um Standardisierung von Bereichen im Bereich Videoüberwachung, um eben genau die, sag ich mal, Probleme mit Interoperabilität zu lösen, die Tom Sorrell gerade ansprach. Also insofern würde ich ihm recht geben. Natürlich ist es im Moment noch nicht so, dass man da praktisch eine vereinheitlichte Infrastruktur hat, aber das Bedürfnis danach ist sehr groß und es gibt also starke Bestrebungen und starke, sag ich mal, Interessen, die praktisch eine Standardisierung fordern und letztlich die Polizei auf der anderen Seite natürlich auch ganz banal die bestehende Infrastruktur nutzt, indem sie sich halt dann eben reinsetzt in irgendwelche Systeme, wo es, im Berliner Nahverkehr gewidmete Sessel sozusagen für Polizisten gibt, die genutzt werden können. Also kurze Intervention noch zu der Frage, ist es ein technisches oder ein politisches Problem? Natürlich ist immer die Frage, wie werden bestimmte Institutionen kontrolliert? Aber es gibt ein großartiges Buch, ja, Code is Law. Und da würde ich nochmal darauf zurückkommen, eben die Art und Weise, wie wir Software entwickeln lassen und wie wir Software einsetzen, prägt unser Verhalten und unsere Gesellschaft letztlich sehr viel stärker, als wir meistens annehmen. Und von daher ist es eben immer auch explizit ein technisches Problem. Gut, hier gab es noch zwei Wortmeldungen. Einmal zwei und noch eine dritte. Da Kenntnis drüber?
Also ist sehr, sag ich mal, von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich. Es gibt in diesem deutschen Sicherheitsforschungsprogramm, was natürlich, ich finde es auch wichtig, das zu erwähnen, weil es in der Diskussion um Entdeckt völlig untergeht, da werden immerhin 350 Millionen Euro zwischen 2007 bis 2014 rein investiert, ist vermutlich europaweit neben eben diesem europäischen Forschungsprogramm das größte Sicherheitsforschungsprogramm. Und da gibt es eine starke, relativ starke Linie, gesellschaftliche Begleitforschung, die auch wirklich spannende und kritische Sachen mitunter machen. Und es gibt auch in einzelnen Projekten, also die, sag ich mal, die sitzen dann nicht notwendigerweise in den Projekten mit drin, aber die beraten also praktisch auch das Bundesministerium bei der Auswahl, bei der, sag ich mal, beim Design von zukünftigen Programmlinien. Und da sitzt neben Technikern, man muss dazu sagen, der Sprecher dieses wissenschaftlichen Beirates ist ein Mensch von der Fraunhofer Gesellschaft, ist der Sprecher der Fraunhofer Institute für Verteidigungs- und Sicherheitsforschung, also eigentlich der ehemals wehrtechnischen Fraunhofer Institute, aber da sitzen auch andere Leute drin, also da sitzt eben auch eine Ethikerin aus Tübingen drin und so weiter, also insofern gibt es da durchaus ethische Beratung und das ist auch in einigen Projekten so, wo Sozialwissenschaftler und durchaus auch kritische Sozialwissenschaftler beteiligt sind. Man muss aber sehen, dass auch große Projekte in dem Programm, beispielsweise Sinovim Management war ein großes Projekt, wo die Bundespolizei, die Deutsche Bahn und die Creme de la deutschen Videoüberwachung, Siemens etc. an intelligenter Videoüberwachung für den deutschen Bahnverkehr forschen. Und da war praktisch die, glaube ich, zuständig für den Bereich Datenschutz, war die Konzernsicherheit der Deutschen Bahn. Kann man sich jetzt fragen, ob das, sag ich mal, die adäquate Stimme ist, um ethische Belange in so einem Projekt zu vertreten? Ich würde mal denken, nein, vor allen Dingen nach der Erfahrung, die man mit dem Überwachungsskandal bei der Bahn vor einigen Jahren gemacht hat. Da hinten gab es noch eine Frage. Die Kameras seien nicht zusammengeschaltet, war die Aussage. Ich bin der Meinung, diese Position vernachlässigt in sträflicher Art und Weise die Subjektposition, die Position der Subjekte, die sich vor den Kameras bewegen, die eben nicht wissen über die Eigentumsverhältnisse hinter den Kameras und in deren Köpfen die Kameras sehr wohl zusammengeschaltet sind. Und das Verhalten dieser Leute richtet sich nach der Vorstellung zusammengeschalteter Kameras. Right. Did you understand? It was just interpreted for me. Well, you say that they're connected, and they may be connected in some jurisdictions. It's true that there are some places where there's a very big concentration of cameras. That's true. But that's one of the reasons why we have projects like INDECT, because people cannot process the information on the cameras. And I think that's considered a very severe technical problem. It's not compatible to say both, that that's a severe technical problem and that loads and loads of information about you is being registered by somebody and, you know, in such a way that something's going to be used. I think that's my source of skepticism. But look, I agree with you that it is possible to connect up a lot of these cameras. It is possible to network them. It is possible to make more coverage of cameras than we have at the moment. And many people are saying quite independently of the INDECT project that this is routine in a lot of police practice. Okay, I say, how are we going to control the police? That's what I'm coming back to. The fault is not in, you know, the existence of the technology that can be networked. It's in who gets to use it and what controls are there on them. And people are not addressing that question, I think. You know, it's very difficult to control institutions. We're supposed to be in democratic countries that are able to do that. And that's what I'm trying to say is the principal issue here. War die Frage beantwortet? Oder? War ja keine Frage. Also, ein Beitrag. So. Just a comment. I think it, yeah, this was yeah. Nicht technisch, sondern psychologisch zusammengeschaltet sind in den Köpfen, die sich vor den Kameras bewegen, die nichts wissen über die Eigentumsverhältnisse hinter den Kameras, weil diese intransparent gehalten werden. Das wissen Fachleute wie Sie, die im Ethikboard sitzen und dann Positionen daraus ableiten, die uns, wenn wir nachfragen, versichern, dass alles gut sein wird. Ich werde es wiederholen auf Englisch. Der Straße in der Stadt bewegen,
System, ich sage Überwachungssystem, nicht Überwachungsstaat, ist es auch logisch, dass es in einem ausdifferenzierten, zersplitterten Eigentumssystem realisiert wird. The problem is not if the cameras are really connected, but for the people, the common people on the street, they don't know who owns this camera or the other camera in their heads. They are connected, and this leads to violation of their individual right and to a different behavior. And he said that this is wanted by a neoliberal surveillance system on the people to change the behavior of the people. Thank you. Well, neoliberals are the people who are suspicious of the state, typically. That's what you get in America. In America, the state is evil. That's why I live in Europe, because the state is not evil. You know, if you think that every state is evil, you're living in the wrong place. You could go to the United States. But I live in Western Europe because I trust the state to provide welfare services, and I trust the state to be in principle controllable by people. I do not think the state is evil. Okay, da gab's noch eine. Well, I am not in favor of putting CCTV cameras absolutely everywhere. Not at all. I think it's problematic. I've just said so. But all I'm saying is that in order for us to, you know, talk about this properly, we have to have the debate with the folks in security. You've got to have the debate with the people in the police, with the intelligence services. You've got to get these institutions and force them to account for themselves. That's basically what we have to do. So don't get the idea that I think, you know, the more CCTV cameras, the better. Not at all. Not at all. But I'm saying that's only part of the problem, and not even the biggest part of the problem. So, es gab noch eine Frage, wenn es keine, zwei Fragen noch, oder zwei Beiträge, drei. Dann würde ich die noch kurz aufrufen, vielleicht auch alle drei zusammen, weil wir schon ein bisschen knapp werden mit der Zeit, und dann vielleicht noch mal dem gesamten Podium die Möglichkeit geben zu einem Schlusskommentar. Bitte schön. Maybe we put all the together. Bitte schön. Just one point about the way we think about technology. So you said before, you know, you create a technology and then you let the society decide what to do with it. I mean, I'm an economist, and you also decide where to spend resources. So you can either spend the resources on major education, or you spend it on technology if you don't trust your people anymore. So, and in a way, that's what you're describing. I mean, you say that, okay, there's this technology, but there's also the distribution.
schön. Ja. Nee, hinter dir noch und dann du. I'm a little bit puzzled about one of your arguments, saying we need to control like the police and who has access to this technology. And in my point of view, I'm security, IT security. So every time when I have like a threat model, I just watch before who's like who's using it, what type of control that you need for this project and stuff like that. But when I just recognize what you said, it's like we create a very, very powerful technology, and afterwards we think we need to think how to control the people who have to use it, and that's like a completely wrong type of like thinking about such a powerful technology. So that's the perfect point to say we have to stop it at all. Yes, right. Well, this is not maybe just the last, and then we can. Yeah. You have more time to refer to all. Similar. I'm really amazed by the complete lack of separation of powers in the creation, definition, and application of all these algorithms. It sounds to me okay. This is a model for an absolutist state from a political science point of view that has nothing to do with power sharing, not at all. Right. Okay, so I'll just take up two of the comments that were made were quite compatible with one another, the one that the economist made and the one that the anti-security guy made. You know, it is not my position that there's no debate to be had about whether we go in for this technology in the first place. I think it's a perfectly good question. Should we be spending money on technology systems as opposed to hospitals or as opposed to something else? That's a perfectly good question. And I think the answer could be, very often, we shouldn't be spending money on making, you know, yet another piece of technology or surveillance technology. That's perfectly obvious. I didn't think I even had to say that. As I said at the beginning, the way that the security call of the European Commission has worked, we have very influential members of the security industry in Europe, many of them ex-weapons manufacturers, wanting to get into a new kind of business. The European Commission has the job of stimulating commercial activity. So this is one of the things that is going to happen. Now, if you ask me, should there be that much money in the security call for technology as opposed to some other things like hospitals, I would say no, if you ask me that question. So it is not my view that, yes, we say yes to every kind of surveillance technology and then we say, how are we going to control it? No, on the contrary, I think the two questions are connected. So I agree with both the anti-security guy and the economics guy. I don't agree so much with the separation of powers point. Because, you know, the algorithms, I agree that the algorithms need to be controlled by somebody, but I don't think that the control of the algorithms is impossible to be consistent with the separation of powers, you know, because, for example, to go back to the point that's just been made, it is possible for the European Commission or the European Parliament, or some of the parliaments of the member states of the European Union to say, we don't want to have algorithmic technology manufactured. That's perfectly possible. And that's not what I meant. I've meant at the actual process when the algorithm is running, because that is where it has to be controlled. Well, when the algorithm is running, I think that the real question is, with the algorithms are all a kind of crypto profile. Right? And the question is, what are they looking for, these algorithms? What are they sensitive to? I think that's a perfectly legitimate question and a question that one can put to technology developers. But maybe I'm just not understanding where the separation of powers comes in, because I don't think we're disagreeing so far. I maybe just don't understand your question. Okay, vielen Dank. Dann bitte ich noch euch für ein Schlusswort. Ja, ich bin noch mal hängen geblieben bei dem Ding, hier in Europa sei alles ja so demokratisch und kontrolliert. Also ich möchte in Polen nicht ins Stadion gehen, mit diesen beschriebenen Anwendungen von vorhin beispielsweise.
Vielleicht nochmal eine Frage, wie weiter? Ich halte zum Beispiel auch nicht viel von Exportkontrolle, wie es jetzt in Großbritannien quasi so eine kleine Firewall errichtet werden soll gegen den Export von Überwachungstechnologie wie Trojaner. Ich halte auch nicht viel von der Ankündigung von Westerwelle, weil die Frage ist ja, wer definiert, wohin was nicht geliefert werden darf. Das ist eine politische Entscheidung. Und André, du hast das ja auch getwittert, das BKA hat in Weißrussland Schulungen mit Analysesoftware gemacht, also Vorführungen mit Analysesoftware gemacht, beispielsweise. Und Tom Sorell würde die deutsche Polizei wahrscheinlich als eine demokratisch kontrollierte bezeichnen. Trotzdem ist das passiert. Ich finde die diskursive Forderung eigentlich ganz nett zu sagen, nicht nur der Quellcode der Trojaner soll offengelegt werden, sondern auch der anderen Überwachungssoftware wie INDEC beispielsweise. Also wenn eine Software versucht zu bestimmen, ob ich ein Risiko bin oder nicht oder sogar mein Verhalten vorherzusagen, dann möchte ich doch wissen, wie die das macht, also nach welchen Algorithmen eben ich eben gerankt werde beispielsweise. Aber natürlich meine ich das nicht ernst. Natürlich möchte ich auch von Open Source Software nicht kontrolliert werden, sondern es geht letztlich darum, eine generelle Debatte über diese zunehmende technisierte, militarisierte, das hat ja übrigens niemand gesagt, das ist dein Spezialgebiet, vielleicht kannst du da noch was zu sagen, diese Technik kommt aus dem militärischen Bereich. Und ich möchte eigentlich nicht, dass soziale und politische Phänomene, egal ob das das Urinieren ist, ob das das Herumstehen auf dem Platz mit vielen Leuten ist, die dann vielleicht auch mal laut werden oder Graffiti sprühen, ich möchte nicht, dass solche Phänomene technisch quasi aufgespürt werden und dass ein Computer dann auch entscheidet, ob er mein Gesicht unkenntlich macht oder nicht, ob ich jetzt wichtig bin oder nicht. Das sind alles so sensible Vorgänge mit so tiefen Eingriffen in die Privatsphäre, die ich keiner Technik und auch keiner Polizei überlassen möchte, das zu definieren. Ja, ich würde vielleicht nochmal zwei Punkte stark machen. Das eine knüpft an das, was Tom Sorell gesagt hat, nämlich der Einfluss der Industrie in dem Bereich. Also man muss schon deutlich sagen, natürlich ist ein Großteil dessen, was da geliefert wird, ist Rüstungsindustrie, die in den Startlöchern steht und ihre Dinge zum Verkauf anbietet und sich eben jetzt versucht, in zumindest einer Fülle der Projekte und man muss auch sagen dazu militärnahe, anwendungsorientierte Forschung, wie die vorhin erwähnten Fraunhofer-Institute eben da vom VVS, also diesem Verband Verteidigungs- und Sicherheitstechnik, die also einfach praktisch versuchen wollen, ihre Lösungen, die sie für den militärischen Bereich entwickelt haben, jetzt in den zivilen Bereich zu übersetzen. Und diese Sicherheitsforschung, da ist eine ganz willkommene Gelegenheit sehen und natürlich nicht unwesentlich daran beteiligt worden, auch dass diese Sicherheitsforschung überhaupt stattfindet. Die EU-Kommission hat jetzt vor zwei Monaten ihre Strategie oder ihren Aktionsplan für eine innovative und wettbewerbsfähige Sicherheitsindustrie vorgestellt. Also wenn man die Papiere liest, da wird es einem wirklich ein bisschen unheimlich, also, weil da geht es letztlich darum, dass praktisch europaweit Standards gesetzt werden sollen und man kann sich vorstellen, wer da letztlich die Gewinner sind. Also das werden die großen, einflussreichen Industriekonzerne in dem Bereich sein, die praktisch damit nochmal einen Machtzuwachs haben und eben zunehmend Lösungen nicht diktieren können sicherlich, aber praktisch einfach die Möglichkeiten, die sie haben, der Lösung vorzustellen und irgendwie auf die politische Agenda zu setzen, denke ich, nochmal wachsen werden. Da ist, denke ich, mit Sicherheit Accountability, um das Stichwort aufzugreifen, und Kontrolle, zivilgesellschaftliche Kontrolle, sehr stark gefragt. Bisher, glaube ich, ein völlig unterbelichteter Bereich. Und dann nochmal vielleicht anknüpfend an die Bemerkung, ganz richtig, die dispositive und die subjektive Betroffenheit der Leute. Ich bin persönlich immer ein bisschen skeptisch, wenn dieses ganze Gerede von Privacy Enhancing Technologies kommt, weil genau der Punkt dabei irgendwie unter den Tisch gekehrt wird. Da werden dann halt einfach Systeme mit, weiß ich nicht, mehreren tausend Kameras in Nahverkehrsnetzen irgendwie, sag ich mal, vermarktbar gemacht, weil ja da Privacy Enhancing Technologies irgendwie mit am Start sind, weil da Gesichter ausgeblendet werden oder andere Dinge passieren. Ich finde halt, das entzieht sich mir als Individuum, als Subjekt, wenn ich mich in so einem System bewege, völlig der Kenntnis und der Kontrolle, wann das passiert, wann da mein Gesicht verpixelt wird oder wann nicht. Insofern denke ich da schon, es bleibt ein Eingriff ins Recht auf informationelle Selbstbestimmung mit eben den entsprechenden potenziellen Folgen, dass ich mein Verhalten anpasse. Das ist aber auf der anderen Seite, finde ich, auch nochmal ein Appell, finde ich, an die Bürgerrechtler und Bürgerrechtlerinnen, die da in dem Bereich unterwegs sind, dass es natürlich, finde ich, auch einer wirklich sehr abgewogenen Aufklärung bedarf, weil natürlich die Gefahr besteht, wenn ich eine Technik sozusagen diskursiv stärker und mächtiger mache, als sie es letztlich ist,
dann befördere ich auch praktisch die Gefahr, dass die Subjekte eben wirklich glauben, also immer mehr an diese Allmacht glauben. Also ich finde, das ist ein bisschen, ist immer eine Gratwanderung. Also einerseits, glaube ich, ist es notwendig, da vor den Gefahren zu warnen. Auf der anderen Seite muss man eben aufpassen, dass man auch richtig informiert und nicht übertreibt und letztlich die Leute durch gut gemeinte Absichten anfängt einzuschüchtern. Ja, zuerst mal möchte ich noch kurz sagen, dass es mich ja durchaus beruhigt, dass proprietäre Software offensichtlich Kooperationsprobleme verursacht. Es hat also doch auch manchmal seine Vorteile. Ansonsten, ja, möchte ich, also habe ich mich gestern gefreut, als ich das von Westerwelle gehört habe. Mal gucken, er hat das auch schon 2011 mal gesagt und so richtig viel ist bislang nicht passiert. Aber ich bin dennoch zuversichtlich, dass wir zu einer Lösung kommen werden, dass eben der Export von solcher Software eben eingeschränkt wird. Dann gibt es immer dann Leute, die sagen, okay, dann wird das von Chinesen geliefert und so weiter. Da können wir dann irgendwie nichts gegen tun. Aber ich denke, wir sollten es trotzdem eben mit lauten Forderungen auch weiterhin dafür einsetzen, dass eben aus Deutschland solche Technik nicht geliefert wird. Ja, vielen Dank. Dann bleibt mir nur allen Beteiligten zu danken. Ich meine, eine Forderung ist ja sozusagen, eine öffentliche Diskussion auch über diesen ganzen Themenbereich anzustoßen. Ein bisschen haben wir dazu heute beigetragen. Ich möchte allen danken, auch den Vertretern hier von INDECT. Sicherlich nicht einfach für Sie hier gewesen zu sein. Auf jeden Fall vielen Dank und schönen Abend noch.